So, weiter geht's mit unserem kleinen Märchenabenteuer namens Unravel. Wird gepublished von Electronic Arts, kommt von einem schwedischen kleinen Entwicklerstudio namens Coldwood Interactive. Und damit haben die quasi die Kritiker begeistert. Und ich hoffe, dass ich euch auch begeistern kann. Wir sind eine winzig kleine Garnfigur und haben jetzt gerade mal hier so eine Art, ja, so einen Kinderbaustein, ne, gefunden. Was machen wir denn damit? Ha, ich würde sagen, hier ist so ein Knotenpunkt, da machen wir uns mal fest. Das macht man, indem man die, auf der Xbox jetzt die X-Taste drückt. Dann klettern wir hier hoch, machen hier auch einen Knoten. Und dann seht ihr, fängt das Garn so ein bisschen rot an zu leuchten. Das bedeutet, ich habe hier eine Fläche, auf der ich hüpfen kann oder zum Beispiel eben Dinge transportieren kann. Wie diesen Klotz. Durch die Sandkiste ziehen wir den. Bums. Aha. So. Oh, guck mal, ein Igel. Hallo, Herr Igel. So, bis hierher kann ich die Kiste ziehen, aber nicht weiter. Dann ziehen wir mal eben die Distel weg. Klack. So, ihr könnt es euch denken, ich muss natürlich da die Wippe hoch. Also schauen wir mal, ob wir diesen Klotz als Gewicht benutzen können in irgendeiner Art und Weise. Ja. Damit die Wippe nicht immer zurückkracht. Also legen wir den mal hier hin. Nochmal der Igel. Fehler in der Matrix. So. Und. Ui, so gerade. Da sitzt ein Specht am Baum, habt ihr gesehen? Ich finde das total klasse, also. Dass man immer mal wieder im Hintergrund sich so Sachen angucken kann. So, jetzt haben wir gesehen, man konnte einen Baum hoch. Hier hängt so eine Art Reifen. Was kann man damit machen? Mal schauen. Passiert nicht viel. Können wir auch nicht runterziehen. Warten wir erstmal ab. Opa. Was ist da oben? Hopp. Oh. Zu kurz. Ich sehe auch gerade gar nicht, wo man da weiter muss. Mal höher springen. Mal so ein bisschen ab. Seilen, haben wir mehr Band. Und mit Schwung, Leute. Ui. Ah, besser. Können wir denn hier mit schwingen? Nee, wartet mal. Vielleicht hätten wir den Reifen in die andere Richtung ziehen müssen. Oder schwingen wir uns hier so dran? Aber dann weiß ich nicht, warum man da oben lang muss. Na gut, machen wir so. Ja, geht auch so. Vielleicht wäre da oben noch ein Geheimnis gewesen. Das hätte natürlich sein können. Die Entwickler sagen übrigens, dass sie es total spannend fanden, sich so Puzzle mit Alltagsgegenständen auszudenken. Also normalerweise, was weiß ich, findet man ja irgendwelche Schwerter oder Artefakte oder irgendwie sowas. Aber in diesem Fall sind es ja, ne, Bauklötze und wie hier so eine rostige, was ist das, Teedose. Und das finde ich eigentlich auch eine total charmante Idee, dass Jani eben so winzig klein ist und sich aus den unterschiedlichsten Sachen Dinge bauen muss. Das kennt man so ähnlich, auch mit diesem Garnthema von einem Nintendo-Spiel, Yoshi's Woolly World oder eben zum Beispiel auch Kirby und das magische Garn, das war ja so ein Vorgänger davon. Das ist von der Optik auch nicht unähnlich gewesen. Spielerisch vergleichen viele aber Unravel mit auch so einem Indie-Game namens Limbo, falls ihr das kennt. Das ist schon ein bisschen älter. Haben wir gerade ein Geheimnis gefunden, sehr schön. Ich wollte da nicht runter. Und Limbo hat halt auch ähnliche Rätsel, ein ähnliches Spiel gehabt. Oh! Katapultiert es ihn aber auch aus dem Keller. Achso, Unravel, das habe ich übrigens vergessen zu sagen, braucht ihr im Laden nicht zu suchen. Es ist ein reines Download-Game. Oh, da hängt noch so ein Knopf. Das heißt, wenn ihr euch das holen wollt, dann müsst ihr einfach in den Online-Store gehen. Entweder der PlayStation oder der Xbox oder ich denke mal über Steam dann auf dem PC. Kostet auch nicht viel Geld. Kostet 19,99 €. Sind 10 Levels, die das ganze Spiel enthält. Und da ist man schon eine Weile mit beschäftigt. Also man kann durchaus mal bei den späteren Levels so eine Stunde brauchen, bis man ein Level durch hat. Aber wir sind jetzt erstmal am Ende des ersten angelangt und haben ein bisschen was fürs Fotoalbum gefunden von der alten Dame. Ach, so schön. So, da pflanzen wir jetzt quasi die Erinnerungen ein und gucken uns das doch mal an.
Ah, Disseln und Gräser, so hieß der Level. Wie schön es war, als es neu war, wie schön es ist, immer noch ist, obwohl die Zeit es gut verändert hat. Und da sehen wir dann die Erinnerungsfotos, die wir eingesammelt haben. Es hat so ein bisschen Kinder von Bullerbü-Charakter, ne? So schwedisches Landhaus, Kinder, die in Bäumen rumkraxeln. Super. So. Das haben wir also alles eingesammelt. Aber jetzt ist da schon die nächste leere Seite. Also müssen wir mal gucken. Ach, guck mal, das Foto, das war vorhin komplett leer. Jetzt haben wir da schon mal so eine Person hinzugefügt. Müssen wir mal gucken, ob wir nochmal eine Welt aufmachen. Ich laufe einfach mal so weit, wie mich das Spiel lässt. Ah, schaut mal, da glitzert schon was. Da waren wir drin, Disteln und Gräser. Gehen wir doch mal hier hoch. Das Meer. Und das ist natürlich Level Nummer 2. Also raus aus dem Garten, ans Meer. Umea, die Stadt, wo ich ja gerade gesagt habe, dass das eine Vorlage ist, liegt so an der Ostküste Schwedens. Also nicht so die offene Nordseeseite, sondern eher so dieses Binnenmeer, was sie da haben. Ich muss sagen, ich war leider noch nie in Schweden. Ich würde total gerne mal. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so die Wahl habe, in Urlaub zu fahren, wo es mich dann eher hinzieht, ist es dann doch eher das Warme. Und es kann ja schon mal recht frisch werden in Skandinavien. Aber es sieht auch wieder fantastisch aus. Also so diese Waldoptik hier. So, ah, da seht ihr im Hintergrund, da ist wieder so eine Erinnerung, die wir ganz gerade da anschauen können. Füstigen. 5 Kilometer. So, hier ist eine Bank. Kommen wir da durch? Ja, aber wir kommen da gleich nicht hoch. Hopp. Zack. Damit sollten wir doch auch hier hochspringen können. Ja, eine Kletterpartie. Jo. Hui. Oh, dumm. Tja, wieso ist jetzt hier ein Knoten? Sollen wir mal einen Knoten machen? Ich mach mal zur Sicherheit einen Knoten. Wer weiß schon, wofür es gut ist. Ah, wahrscheinlich für ein Trampolin, ne? Und hui! Oh, zu kurz! Nein! Mal höher springen. Bisschen mehr Schwung. Und zack! Jetzt! Super! Da können wir neu aufsammeln. Und da geht es auch schon direkt weiter. Prima. Eine Runde weiterklettern. Boah, müssen wir da hochschwingen? Schaffen wir das? Müssen wir mal gucken, ne? Ja, mit ordentlich Schwung. Wahrscheinlich stoße ich mir... Ah, das geht nicht. Da stoße ich mir den Kopf. Sehr klug. Hoch, 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 hoch. Oh, wir haben auch nicht mehr viel Garn. Es wird Zeit, dass ich da rechts den einsammle, wie man sieht. Dann machen wir doch hier nochmal ein Trampolin. Weil Springen ist ja offensichtlich nicht so drin. Also, wieder links einen Knoten, rechts einen Knoten. Zack. Besser. Da ist meine Garnrolle. Oh, jetzt sag nicht, dass ich da... Nein, nein, da komme ich nicht ran. Ah, so kurz. Dann müssen wir irgendwo was lösen. Dann müssen wir erstmal hier... ein paar Knoten lösen und ein bisschen mehr Garn holen. Wo haben wir denn Garn verschwendet? Einmal hier runter. Ich würde sagen, wir machen mal hier den Knoten weg. Vielleicht reicht das dann schon. Das kann natürlich immer mal passieren. Ist der jetzt gelöst? Kann ich den nicht lösen? Doch, bitte, bitte, bitte lösen. Oh nein! Das kann natürlich immer mal passieren. Mach mal erst hier den Knoten, vielleicht bringt es das schon. Dass man kurz vor Schluss zu wenig Garn übrig hat, das ist natürlich dann extrem ärgerlich, weil man dann teilweise den ganzen Weg zurück muss, um zu gucken, dass man dann noch ran kann. Puh, aber so gerade. So, kleine Actionpartie, denn jetzt hängen wir hier an einem Drachen. Und erst wusste ich nicht so genau, was muss man denn da machen, aber dann bin ich drauf gekommen, man muss den Ästen ausweichen.
Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas touchiere, was hoffentlich nicht passiert, dann gehe ich frühzeitig auf Grund. Oh, und das wollen wir nicht. Oh. Hoch, 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 hoch. Ah, aber da sind schon... Hier können wir uns fallen lassen. Was? Ich glaube, der war zu tief, der Sturz. Ah, da war, oh, da war so schön, schön gesehen, dass da Garn war. Aber anscheinend aus zu hoher Höhe fallen gelassen. Komm, das bringen wir hier noch zu Ende. Hoch. Hat ihm fast die Füße abgesäbelt. Oh, jetzt aber. Ja, super. War doch gar nicht so schwer. Wir rutschen mal ein Stück runter hier. Mach mal einen Knoten zur Sicherheit. Vorsichtig abseilen. Ach so, ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Denn ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite weiter. Weil hier auf dieser Seite vom Baumstamm bringt uns das ja nichts. Ne? Kletter mal hoch, Junge. Schwing, schwung, schwing, schwung. Oh, mehr schwingen. Ach nee, brauchen wir wieder ein Trampolin hier. Das bringt so nichts. Schade, das hätten wir uns sparen können, das Garn. Ich war ja schon da oben, weil ich so klug gelandet bin. Also, hier geht's weiter. Hopp. Mal vorsichtig runter hier. Wie so ein SWAT-Team. Hot, 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 hot. Zuck. Und schwingen, denn da oben ist eine Garnrolle. Die brauchen wir dringend. Dringend, denn ich bin schon wieder ganz schön abgerollt. So. Und auf den Gründen. So langsam möchte ich aber auch mal ins Meer. Wir haben ja gesagt, wir sind hier am Meer. Da war von... nichts zu sehen, aber das Schild hat gesagt 5 Kilometer. Was auch immer 5 Kilometer innerhalb dieses Spiels sind. Ah, ich höre es schon rauschen. Hört ihr die Wellen? Ich höre die Wellen schon. So, ich fürchte aber, wie es so oft ist, wir haben da gar keine Zeit mehr für. Uns geht so ein bisschen die Zeit aus. Aber guck noch mal mit mir einmal auf den Bildschirm. Da ist nämlich das erste Rätsel, was wir dann morgen anwenden. Da unten ist nämlich eine Krabbe oder ein Krebs. Ich bin ja nicht so biologisch bewandert, dass ich den Unterschied erkenne. Und der wird uns fressen, wenn wir nicht was anstellen, um ihn davon abzuhalten. Und wie wir auch das Stückchen Wasser da rechts überwinden werden, das ist dann etwas, was ich euch morgen zeigen werde. Also Unravel für Xbox One, PlayStation 4 und den PC für schlappe 20 Euro downloadbar. Ein wunderschönes Märchen. Bisher haben wir auch noch nicht so viele Rätsel gesehen, aber morgen, das kann ich euch versprechen, wenn wir hier weiterspielen, da müssen wir auch mal ein bisschen die grauen Zellen rauchen lassen. Ich finde es bis hierher richtig cool. Ich habe es auch, wie gesagt, schon ein bisschen weitergespielt und dann wird das auch nochmal richtig knackig schwierig. Ist schon ein bisschen melancholisch, ihr habt es ja gemerkt von der Musik. Müsst jetzt wahrscheinlich erstmal irgendeinen fröhlichen Schlagersong reinhauen, damit ihr wieder bei guter Laune seid. Aber wie gesagt, es geht einem wirklich sehr nah und es ist wirklich ein Spiel, was irgendwie auch so ein bisschen hängt. Bleibt und was auch ganz, ganz tolle Kritiken hat, gekriegt hat, zu Recht. Und ja, ihr seht, ich fange schon an zu stottern. Es wird Zeit, diese Sendung zu beenden, Feierabend zu machen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin.